So, dann gucken wir doch erstmal hier auf die Karte. Nicht die lokale Karte. So. Hier auf die Karte wollte ich. Find the Staff of Anthea. Hier theoretisch könnte ich jetzt mal das machen. Da wollte ich hin, Broken Fang Cave. Und dann gibt es hier noch was. Azura Star. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, wo ich hingehen soll als nächstes. Tja. Könnte ich auch erstmal das. Was war das? Horn of Jürgen. Theoretisch könnte ich mir jetzt mal versuchen, den Horn of Jürgen Windcaller zu besorgen. Das war das, was wir für die Greybeards machen sollten. Und dann komme ich mal ein kleines bisschen in der Main Quest voran. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt das. Da sehe ich gerade, das ist das komische Camp mit den Banditen, wo er mir gerade was gesagt hat. Das da. Also ich mache erstmal ein paar Sachen aus hier. So braucht man nicht. Sulft, Blackstar, bla 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 bla. Ich mache das erstmal alles aus. Ich möchte gerne das machen. Und unterwegs noch hier diesen komischen Banditen-Anführer töten. Also gehe ich jetzt hier rum und dann irgendwie da hinten rum und dann passt das schon. Das ist, denke ich, erstmal ein ganz guter Plan. Und um den anderen Kram kümmern wir uns dann erstmal später. Machen wir erstmal das. So, ich brauche mal gerade hier Autosave. Zack. So. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass diesmal die Aufnahmen tatsächlich was werden hier, sonst bin ich eher geknickt und gekränkt. Und dann brauche ich irgendwie auf jeden Fall mal ein bisschen Hilfe dabei, eine neue Soundkarte zu finden. Mich nervt dieses Onboard-Kramzeug. Ich hatte jetzt diese Asus Xona D2. Gut, das soll eine sehr, sehr gute Soundkarte sein, wurde mir gesagt von ganz vielen Leuten, beziehungsweise habe ich in sehr vielen diversen Foren gelesen. Ich denke, das ist natürlich auch so ein bisschen eine subjektive Sache, schätze ich einfach mal. Keine Ahnung. Ich habe das jetzt für meine Bearbeitung, fand ich es ehrlich gesagt nicht so toll. Keine Ahnung, es hat nicht funktioniert. Ich habe ewig mit den Treibern rumgefummelt, damit ich das überhaupt hingekriegt habe, auf einer halbwegs ordentlichen Lautstärke was aufzunehmen. Und ja, das nervt natürlich schon ein bisschen. Und ich hatte zwar mit meiner Creative, die ich bisher immer hatte, ich habe ja eine Audi Typ 2 ZS, die habe ich schon Jahre. Die habe ich mir damals relativ früh gekauft, meine ich, als das quasi aufkam, als die rauskam. Und inzwischen geht sie leider nicht mehr. Das liegt daran, dass das Ding nicht mehr unterstützt wird für Windows 7, also 64-Bit vor allem. Und gut, das ist natürlich einerseits ein bisschen blöde, andererseits ist es ja auch irgendwo verständlich. Ich meine, die Leute können ja nicht die ganze Zeit neue Treiber für das Ding programmieren. Also wirklich. Oh, ah. Da war ein Magier. Und ich habe gerade noch irgendwo. Oder sind noch mehr? Wer ist da wer? Bist du der Bandit? Ich hoffe. Ja, sieht gut aus. Andere scheinen kein Bandit gewesen zu sein. Du wirst auch weggebraten. Dann ist hier noch irgendwo einer. Wo bist du? Hallo? Ach, da vorne muss er irgendwo sein. Ach, shit. So, voll erwischt, würde ich sagen. Jetzt bin ich aber schon wieder rausgekommen bei dem, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist natürlich ungünstig. So, erstmal hier die ganzen Pfeile mitnehmen. Pfeile sind immer gut, die sind nichts. Ich wollte gerade sagen, die sind nichts wert. Doch, sie sind was wert. Und das ist ja das Schöne daran. Sie sind was wert, obwohl sie nichts wiegen. Hallo, Hunter. Nein. Oder ich habe eine Q-Disease Potion, aber ich wette, die hilft nichts. Thank the gods. Here, take this with my thanks. Hallo, Moment. Moment! Du bist doof. Eine Q-Disease Potion wird dir nichts helfen dagegen. Sie wurde von einem Vampir gefressen. Zumindest gebissen. Na super. Ich habe das Gefühl, die sehe ich bestimmt irgendwann nochmal wieder. Als Vampir. Und dann werde ich sie umbraten. Naja, wie auch immer. Jedenfalls. Ja, die wird nicht mehr unterstützt. Da war ich stehen geblieben. Meine Audi G2 wird leider nicht mehr unterstützt. Deshalb brauche ich jetzt irgendwie mal was Neues. Das Problem ist, dass jetzt auch gerade neue Soundkarten rauskommen, von denen ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie die sind. Upala. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass die alle kein ASIO unterstützen. Das ist so ein. Ja, so ein Standard für Aufnahmekram, um die Latenz der Aufnahme
zu verringern. Das ist eigentlich unwichtig, braucht ihr ja gar nicht wissen, die ihr selber nicht aufnehmt. Aber das wäre ganz schön, wenn das Ding das hat. Die neuen Creative-Teile, die Reckon 3D, haben das nicht. Sprich, die fallen schon fast wieder raus. Aber ich möchte mir andererseits auch keine unbedingt veraltete Soundkarte kaufen, weil dann habe ich nämlich irgendwann wieder das Problem, dass das Ding nicht mehr ordentlich unterstützt wird mit Treibern. Ich kann natürlich diese Custom-Treiber benutzen, das habe ich ja bei der Xona auch gemacht. Allerdings war das nicht wirklich die Erfüllung. Also, bis ich das Ding ordentlich zum Laufen hatte, wie schon gesagt. Ich hoffe einfach, dass vielleicht hat einer von euch eine tolle Idee, was ich da irgendwie machen könnte. Auf jeden Fall der Onboard-Sound gefällt mir nicht so. Ich habe da immer so arge Mikrofonübersteuerungen drin, wenn ich zu laut rede. Deswegen rede ich jetzt auch gerade sehr leise. Ich versuche da immer noch was dran zu tun an meinen Aufnahmen, um die irgendwie qualitativ zu verbessern. Wer bist du denn? Bist du ein Bandit oder bist du kein Bandit? Huh. Du bist ein Bandit. Okay. Hehehe. Oh. Huh. Geht ja immer noch. Gut hier. Komm, spiel. So. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit Blitze benutze, aber ich mag Blitze, die sind cool. Und er hatte direkt einen Schlüssel dabei. Welche Gauntlets? Ich könnte natürlich jetzt wieder anfangen, alles mitzunehmen, weil ich glaube, das lasse ich hier sowieso keinen Platz dafür. Eine Pickaxe. Theoretisch könnte ich auch eine Pickaxe mitnehmen, um mal Gold und so Kram abzubauen, ne? Aber andererseits... Mammoth Tusks. Oh, cool. Da sollte ich doch auch mal für irgendwen irgendwelche besorgen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja awesome. Kann das sein, dass hier vielleicht auch noch irgendwo irgendwelche Fallen sind gleich oder sowas? Mach mir ein bisschen Sorgen, was war das denn gerade? Ach, hier ist Iron Ore direkt. Na super. Aber ich habe überhaupt keinen Platz für sowas. Ich werde das jetzt gar nicht machen. Das ist mir irgendwie zu blöd. So, nehmen wir hier mal alles mit. Und dann passt das schon. Und dann muss ich mal hier so ein bisschen aufpassen. Noch mehr Iron Ore. Na gut. Oh. Da ist der Banditenkönig. Oh, da unten sind noch mehr. Das ist natürlich ungünstig. Psst, oh. Ich habe nicht dieselben Zauber. Einer weniger. Der hält ein bisschen mehr aus. Aber es macht auch nichts. Er ist trotzdem ziemlich schnell tot. Du auch, komm. So. Das ist was. Das ging aber fix hier. Oh, eine Poacher-Ex. Na ja, gut. Extra Schaden an. An Animals. Na super. Auch an Drachen? Zählen Drachen zu Animals? Ich habe keine Ahnung. Steelhorn-Helm. Oh, Steelhorn und so. Das ist relativ viel wert für sein Gewicht. Das nehme ich tatsächlich mal mit. Ich glaube, das schadet nicht so. Du bist ein komischer Magier und hast nichts dabei. Herzlichen Glückwunsch. So, hier mal noch die ganzen Tränke. Nein. Achso, das ist nur Meat. Potion of Berserker. Na gut. Guck mal, was hier noch so rumschimmelt. Oh, ein totes Mammut. Eine Mammutschnauze. Nee, die möchte ich gar nicht. Ich würde durchaus die Zähne mitnehmen hier. Zähne, sage ich schon. Ihr wisst, was ich meine. Iron Ore, haufenweise Ohr hier. Ist mir aber alles zu schwer. Haben wir hier irgendwas? Oh, guck mal, tatsächlich. Mammoth Tusks. Schön, schön. Die Schnauzen brauche ich aber alle echt nicht. Das kann ich mir sparen. So, hier war der Chef. Hier kann ich ja mal alles ein bisschen ausbeuten. Conjure Familiar, okay. Ich weiß nicht, was ein Familiar tut, aber ich kann mir einen Familiar beschwören. Das ist doch schön. Iron Ore, Silver Ore. Das Ore davon möchte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich nehme nur fertige Sachen mit. Oh, Transmute Mineral Ore. Das ist aber faszinierend. Ein interessanter Zauber. Report, Disaster Ad hast du nicht gesehen. Das lese ich mir jetzt nicht durch. Ich dachte, vielleicht gibt das eine Quest oder so. Klang so, weil Report und so, aber offensichtlich dann doch nicht. So, was haben wir hier? Ein Iron Sword. Hier noch irgendwas. Potion of the Defender. Ein paar Bücher. Bücher, aber alles keine Skillbücher. Lederschuhe. Die nehme ich mal mit. Und zwar aus dem einen Grund, ich habe keine Schuhe an. Und das ist ja ein bisschen blöd. Wir wollen mal ein paar Schuhe anziehen hier. Wo sind denn die? Hallo? Leder? Leather Boots. So, ziehen wir Lederschuhe an. Zack, weg damit. So. Endlich nicht mehr, hoppala. Nicht mehr barfuß, habe ich nicht. Nee, ich habe kein Level up. Wenn wir jetzt nochmal gerade hier gucken. Da haben wir jetzt wieder Schuhe an. Sehr schön. Okay, einmal wieder speichern. Da vorne habe ich schon gesehen, hier ist nämlich eine Falle. Kann ich die irgendwie... Nö.
Kann ich nicht. Okay, da vorne sind noch mehr Fallen. Ist ja toll, was ist denn hier? Mir haufenweise Fallen überall hingebastelt. Hier muss ja irgendwas Spannendes sein. Oder ist hier vielleicht hier ist ein Hintereingang? Ach so. Ich hätte also auch von der anderen Seite hier reinkommen können. Und deswegen war da alles mit Fallen zugemüllt. Damit das nicht passiert. Oh, was ist denn hier? Haben die hier die ganzen. Eine Coin Purse. Hi, Elf. So, ein Dir. Dierheit. Nö, brauche ich nicht. Tut mir das nicht weh, dass ich hier so drin rumkrauche. Hier ist noch eine Coin. Nee, oder? Hallo, Coin Purse. Kann ich die bitte. Ups. Ach du Scheiße, das macht ja aber viel Schaden hier. Da muss ich mich mal gerade heilen. Ja. So viel dazu. Ich glaube, ich sollte da drin nicht rumgurken. Das ist eine blöde Idee offensichtlich. Ich komme hier aber auch so nicht raus, oder? Sieht nicht so aus. Kommen die Coin Purse nehme ich zumindest mit. Den High Elf, der hat auch noch ein bisschen Gold dabei und das passt dann auch. Sprich, wenn ich hier reingefallen wäre. Naja, gut. Hat sich es irgendwie nicht so richtig gelohnt, aber gut. Uah, da wäre ich fast in den Stolper dran. Warum ist die Falle? Die habe ich doch eben deaktiviert. Hm. Da vorne war noch irgendwo eine Falle. Genau da. So, und dann war es das, glaube ich, aber an Fallen. Da oben die Fallen habe ich alle schon ausgelöst. Bin ich ja überall schön durchgestolpert. Oder? Da war, glaube ich, auch irgendwas. Okay. Tolle Falle. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Hier sind überall Fallen oder waren überall Fallen. Da, hier war die eine Falle. Die erste, wo ich reingelaufen bin. Glaube ich. Ich glaube, das war die. Wenn nicht, ist es auch egal. So, raus und dann haben wir die Banditen hier getötet. Das ist doch schon mal super. Nehmen wir erstmal einen Schluck Kaffee. Nach getaner Arbeit belohnen wir uns selbst. So. Aber dann möchte ich nicht zurück und meinen Bounty collecten, so wie es mir gerade vorgeschlagen wurde, sondern ich möchte hier einmal hier rüber und dann gehen wir weiter. Besorgen jetzt das Horn von Jürgen Windcaller. Und dann hoffe ich ja persönlich, dass ich dann vielleicht eine zweite Stufe von Wusch kriege. Der sagt übrigens gar nicht Wusch. Ich weiß gar nicht, ob das den Leuten klar ist, die sich das hier anschauen. Der sagt eigentlich Wult. Weil Wult irgendwie so viel heißt wie... Gute Frage, was heißt das eigentlich? Moment. Steht da nicht, schade. Könnte ich jetzt bei Magie... Ich gucke einfach mal bei Magie. Da steht nämlich, was das tatsächlich heißt. Whirlwind heißt das. Wult heißt Whirlwind, offensichtlich. Und ja, dann sagt er halt Wult. Ich sag trotzdem Wusch, ich finde das klingt lustiger. Ich bleibe dabei. So, hier geht's in den eisigen Norden. Und im eisigen Norden... Oh! Wulunrut. Was ist Wulunrut? Hallo, Wulunrut. Hier ist eine Chest. Das ist doch schön. Ein Goldring. Steel Nordic Gauntlets. Nehmen wir erstmal mit. Ist viel wert. Können wir vielleicht irgendwo verticken, wenn wir mal unterwegs irgendwo vor... Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Hier steht so ein Kram einfach rum. Und... Es war sogar etwas da in der Landschaft. Also es war hier so ein Pinöppel in der Landschaft. Ein Wegpunkt oder wie man... Oh, hier geht es tatsächlich rein. Speichern. Ist hier irgendwas? Hallo. Sind hier irgendwo... Hier geht's rein. Aha, okay. Nee, da möchte ich jetzt aber gerade gar nicht rein. Ist schön, dass ich das entdeckt habe und so. Da können wir bestimmt irgendwann mal reingehen, aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich erstmal das Horn von Jürgen Windcaller finden. Das ist mir gerade wichtiger. Um mal ein kleines bisschen voranzukommen. Wir sind wahrscheinlich schon bei Folge 50, 60 oder so. Ich glaube, ich habe bis jetzt eine Main-Quest tatsächlich geschafft. Ach nee, zwei. Ich habe einmal den Drachen getötet. Und ich war bei den Greybeards und die haben mir ein bisschen was beigebracht. Das waren im Prinzip, glaube ich, alle Main-Quests, die wir geschafft und gemacht haben. Also wir haben durchaus alle Main-Quests geschafft, die wir gekriegt haben, aber es waren nicht gerade viele. Komm, Wolfspelz. Und hier auch nochmal ein Wolfspelz. Und da oben sehe ich gerade, ist irgendwie so ein Drachendings. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Vielleicht können wir noch einen Drachen umbraten. Und vielleicht gibt es da wieder irgendeinen neuen Schrei oder sowas. Oder einen neuen Teil eines Schreis. Und dann sind die Wölfe. Bam. Und du auch. Bam.
Immer schön die Wölfe brutzeln. Kann auf keinen Fall schaden. So, da muss ich mal gerade an der Nase kratzen. Fängt an zu jucken hier. Weiß gar nicht warum. So. Und immer mal regelmäßig speichern, nicht so wie beim letzten Mal, dass plötzlich der Drache hinter uns steht und uns aufisst. Das wäre nicht so schön. Fände ich zumindest. Kann sein, dass es Leute gibt, die das toll finden. Ich finde das nicht so toll. Hallo, Drache. Drache. Drache? Hallo. Vielleicht ist er da unten irgendwo. Und komm. Oh. Ich sag doch, der ist da unten irgendwo. Da ist er. Speichern. Jetzt sind hier leider keine Steine. Da unten sind irgendwelche Säulen. Ich muss ja wieder ein bisschen aufpassen, dass ich den auch irgendwie tot kriege gleich. Hehehe. Psst. Ach shit, ich habe ihn nicht mal getroffen. Das ist super. Wenn wir ganz schnell hier so runtereiern. Ah, 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 Hilfe! Skyborn, Alter. Na gut. Oh, da ist ein Wolf. Ah ne, das ist ein Fuchs. Das macht dann nichts. Es scheint mir irgendwie, als wäre das ein... Oh, jetzt habe ich den Blitz. Das ist aber auch nicht so schlimm eigentlich. Ich wollte aber eigentlich mich erstmal heilen. Okay, es ist also ein Feuerdrache. Das heißt, mit Feuer komme ich wahrscheinlich nicht wahnsinnig weit. Und da haben wir Destruction Elbow. Das macht ihm ganz schön viel Schaden, das ist nicht schlecht. Psst. Psst. Na, fliegt doch weg. Das stört mich überhaupt nicht. Den Blitz trifft man viel besser, weil der nicht so fliegt. Der hat keine Travel Time. Psst. Joll, sagt er da. Von wegen Joll. Ach du Scheiße. Das heißt, wenn ich mir das richtig angucke, die Drachen haben jetzt auch diese komischen Deadly Spell Impacts. Das ist ja lustig. Früher hatten sie das, meine ich, nicht. Da vorne ist tatsächlich irgendwas. Ich speichere mal gerade, bevor da gleich wieder irgendein böser Licht kommt. Hide Boots of Dwinding Frost. Oh, cool. Ich glaube, die ziehe ich an. Wo wir vorhin doch waren, bei neuen Schuhen. Und ich bin schon wieder zu überladen, um irgendwas zu tragen. Das ist ja super. So viel denn zu dem Horn von Jürgen Windcaller. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwas in den Drachen reinschieben kann. Irgendwas, was möglichst schwer ist. Komm, hier die Torch. Die brauche ich zum Beispiel sowieso schon mal nicht. Dann können wir hier die Schuhe wegtun. Und die Wolfspelze, komm, die tue ich auch alle weg. Steel Nordic Gauntlets. Ach komm, scheiß auf den Mist. Dann kann ich die Leather Boots auch wegtun, denn ich habe gleich bessere Boots. So,